Hallo meine Lieben, heute gibt es dieses Herbstdesign und zwar Eicheln und Eichhörnchen. Alles was ihr dazu braucht sind die Farben Weiß, ein dunkles Braun, einen Beige-Ton, Schwarz, zwei schmale Pinsel und ein Dotting-Tool. Dann kann es auch schon losgehen. Ich habe mir alle meine Finger weiß lackiert. Und nehme jetzt meinen Pinsel und das helle Braun und male mir jetzt diese Eicheln auf den Nagel. Ebenfalls mit einem schmalen Pinsel und dem dunklen Braun kommt jetzt oben auf die Eichel diese kleine Kappe drauf. Auf den Ringfinger male ich jetzt das Eichhörnchen. Dazu nehme ich auch wieder den schmalen Pinsel und das dunkle Braun. Und da fange ich unten an und arbeite mich dann nach oben, also mit den Füßchen und den Knien. Dann die Ärmchen und oben kommt der Kopf. Dem Dotting-Tool und Schwarz bekommt das Eichhörnchen noch ein Auge und es bekommt auch noch etwas in seine Pfötchen. So sieht das fertige Herbstdesign dann aus. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video doch gern ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.